In Konis Strohhal, wer hat's nicht kennen, der, das war jetzt, glaube ich, 15 Jahre schon her, dass wir mit ihm zusammengespielt haben. Und da haben wir ja noch kein Publikum nicht gehabt. Da waren wir auf der Bühne immer mehr als wir unten. Ja, er spielt ja jetzt eh nur mehr ein bisschen freizeitmäßig. Hauptsächlich ist er Kfz-Importeur. Er tut die gebrauchten amerikanischen rostigen Schüsseln importieren. Ich muss selber mal so einen Wagen kauft, einen Studebaker. Der ist auch gefahren, bis zu mir daheim. Zufällig war beim 12er Haus, wo ich wohne, ein Parkplatz frei, wo ich mich einpackt. Von dort ist er dann nicht mehr weggefahren. Zwei Tage später waren die Nummern da auf dem Weg. Es waren Rostflecken, die sind dann. Da hast du keiner durchgreifen mit der Hand. Naja, kaum waren die Nummern da auf dem Weg, keine 12 Stunden später, steht mir das Auto auf die Bremstrommen. Die herrliche Weißwandreifen, die gibt's ja heutzutage gar nicht mehr, nicht? Alles weg. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin immer noch gern, der ist dann länger gestanden, bis er die Emma Dings abgeführt hat. Bin ich oft gern drin gesessen, aber gedacht, das ist doch mein Auto. Seitdem fahre ich ja nur mehr mit der Trambe. Auf die Auto scheißt der Hund drauf. Eine Fehlentwicklung. Aber er, der Horak, er sammelt jetzt ja, nicht? Er hat ja einen Chevrolet aus den 57er Jahren, aber nicht den Corvette, nicht wie heißt das, wo man im Freien sitzen kann. Der Cabrio hat einen, er hat den Kombiwagen, wie man sagt. Da sind die Bel Air. Da sind ja in den 50er Jahren die ganzen amerikanischen Bands mit denen gefahren. Fuhren die Band und Freundinnen und hinten im Kombi da die ganze Anlage. Es waren ja kleinere Anlagen, also die, was wir heute haben, die Anlage, hätte ja nicht reingepasst im Bel Air. Ich hab so einen Verstärker, mit solchen haben sie gespielt, da. Das seht ihr nicht, das ist so ein kleines wie ein Radio, wie ein Kofferradio schaut's aus. Das ist mein Verstärker, nicht? Fender Bassman, der alte Herr Fender hat den als erster erfunden. Hat ihm viel Glück gebracht und dann die Gitarre dazu. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist das. Er fährt ja gern spazieren und da fahren die Damen gern mit der Rostschüssel. Und er glaubt immer, das ist, weil er so ein charmanter Hund ist. Mit mir als echte Freund müssen ihm natürlich die Wahrheit sagen, aber er verträgt es nicht. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen es durch die Blume sagen. Haben wir gesagt, wir sagen es ihm mit einem Liede. Und das geht auch so. Ruf die an und so, weißt du, was die Hühne will? Was für die Hühne, Hühne? Ich ruf die an, Mann, weißt du, was die von dir will? Was für die Hühne, Hühne? Ja, die ist nicht wild auf dich, die ist nur wild auf der anderen Mappe. So schaut's aus. Ruf die an und so, weißt du, was die Hühne will? Von dir will. Was für die Hühne, Hühne? Ja, die ist nicht wild auf dich, die ist noch wild auf der Adamabühl. Das hat was unter der Haum und ein stolzer Gräß. Kein Kratzer im Lack, aber ordentlich PS. Ist zwar nicht mehr näher, ist aus zweiter Hand, aber im Vergleich zu dir eins abeinander. Der Hammer und der
Kreuze Gräs. Ein Kratzer im Lack, aber ordentlich PS. So an immer näher ist aus zweiter Hand, aber im Vergleich zu dir ans Abendland. Fort ohne Mut, beäst und befrost, und keine Magie tut, da ist die Gerust. Das ist nur der Automobil. Auf was die Lore will, ist das ist nur der Automobil. Alles sind sie wild, auch die auf der Automobil.